Am Donnerstag veranstaltete das Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung in Heidelberg einen Kennenlernabend zwischen den Mitgliedern des Aktionsbündnisses und einigen alten und neuen Heidelberger Gemeinderäten. Ziel der als eine Art Speed-Dating organisierten Veranstaltung war es, sich persönlich näher kennenzulernen und dabei einige grundlegende Gedanken zur sozialen Arbeit und der politischen Umsetzung von Maßnahmen zur Verringerung von Armut und Wohnungsknappheit auszutauschen. Ja, ich meine, man hat hier natürlich nicht die Zeit, all die Bedarfe, die man hat, bis ins Detail darzustellen. Aber es ist einfach gut, dass man die Menschen mal wieder spricht, dass man ihnen am Tisch gegenüber sitzt, sich austauscht und dass man bestimmte Dinge einfach nochmal anreißen kann und sie dann im Laufe der Zeit natürlich nochmal zu vertiefen und bestimmte Themen dann detaillierter zu besprechen und dann was zu erreichen. Die teilnehmenden politischen Vertreter diverser Heidelberger Parteien wechselten beim Ertönen der Glocke jeweils alle 15 bis 20 Minuten die Gruppentische. So lernten sie die an den Tischen verteilten Personen der Bündnispartner sowie die Vorstellungen dieser zu den bereits genannten Themen kennen. Die Thematiken von Wohnen und Soziales sind sehr wichtige Themen. Es waren natürlich auch unsere Kernthemen während des Wahlkampfs. Deswegen finde ich es natürlich sehr angenehm, wirklich jetzt mal auch alle Protagonisten kennenzulernen. Ich meine, wir kannten das Bündnis natürlich vorher schon, so ist es nicht. Aber so eine informelle Runde, um sich gegenseitig kennenzulernen, finde ich eigentlich ist eine sehr schöne Idee. Es ist soweit. Ich weiß das erste Mal, dass wir sowas angeboten kriegen. Und wir haben sonst nie die Gelegenheit, wirklich die Runde zu machen und die verschiedenen Einrichtungen kennenzulernen. Man geht mal hier, mal dorthin, lässt vielleicht auch jemand aus, der uns nicht aktiv anspricht. Aber hier kann man keinem entkommen. Und das finde ich eine sehr gute Angelegenheit, weil man doch miteinander ins Gespräch kommt und weiß, wo der Schuh drückt. Es sei wichtig, den Kontakt zwischen den sozial engagierten Institutionen und dem Gemeinderat zu pflegen, war der Grundtenor bei den Teilnehmern. Also der Austausch mit den verschiedenen und zahlreichen Organisationen ist hier sehr wichtig. Viele habe ich auch im Wahlkampf schon mal kennengelernt, aber gerade so viele verschiedene Gruppen an einem Fleck, an einem Tisch zu haben, da bin ich auch mehr eher da, um zuzuhören, viele Ideen mitzunehmen und auch in Zukunft, für die Zukunft neue Ansprechpartner zu finden. Bei den Gesprächen kam auch schon der ein oder andere wichtige Aspekt zur Sprache, den die politischen Vertreter in ihre zukünftige Arbeit mit einfließen lassen möchten. Also auf jeden Fall werde ich sehr viele Gesichter, habe ich neu kennengelernt, Ansprechpartner aus den verschiedenen Gruppen und Initiativen und natürlich die Bedürfnisse so ein bisschen, was alle dargestellt haben, was sie brauchen. Und ich glaube, das kann man jetzt so ein bisschen in die Fraktion geben und die Themen danach natürlich, wenn sie heiß werden und wenn sie anstehen, dementsprechend so mit Hintergrundwissen einfach mal bespielen. Drei Seiten meines Blogs sind schon voll mit verschiedenen Aspekten und da werden wir sicherlich auch auf jeden Fall was angehen. Und ich bin jetzt auch mit zwei Kollegen von anderen Fraktionen hier sozusagen auf der Wanderschaft von Tisch zu Tisch und ich glaube, wir sind da in vielen, vielen Punkten auch einer Meinung und gerade wenn dann die Fraktionen auch zusammenarbeiten, fraktionsübergreifend, denke ich, sind da tolle Ergebnisse zu erzielen.